Einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte mal wieder, ich nehme euch mit und vlogge ein bisschen. Ich nehme euch diese Woche mal mit oder auch die nächste wahrscheinlich auch. Einfach mal ein bisschen Vlogging-Style wieder, weil ich echt viel zu tun habe in den nächsten zwei Wochen und mega viel unterwegs bin und dies und jenes mache. Von daher dachte ich mir, das wäre bestimmt für euch interessant. Ja, ansonsten, was ich gerade viel mache, ist halt meine Masterarbeit. Für alle, die hier neu sind, ich studiere in Dänemark, bin letztens von Odense nach Sønderborg gezogen. Ja, und ich schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit und werde dann hoffentlich hier auch einen Job finden. Begleitet mich diese Woche, wie ich arbeite, irgendwelche Termine gleichzeitig habe. Wir haben auch irgendwie von der Arbeit morgen so ein Pizza-Essen, aber gleichzeitig habe ich auch meinen Buchclub. Mittwoch habe ich, glaube ich, auch irgendwas. Donnerstag fahre ich nach Oldenburg. Am Wochenende ist so eine coole Party in Oldenburg. Ganz viel zu tun, deswegen... auf geht's. Ich habe mir diese Augenmasken gekauft, die du so unters Auge packst. Ja, ich fühle mich sehr, sehr schlecht, weil das halt super viel Müll ist und vollkommen unnötiger Müll. Ja, aber ich hatte irgendwie gestern das Bedürfnis, die mal auszuprobieren, deswegen habe ich das gemacht. Von daher, aber ich möchte nur adressieren, es ist eigentlich vollkommen unnötig von mir gewesen. Ich habe auch momentan so einen gewissen... die garantiert keinen Stress, aber so eine unterschwellige Anspannung, weil ich einfach noch nicht weiß, wo werde ich arbeiten, wo werde ich einen Job finden und einfach so die ganzen Sachen. Und ich würde gerne da, wo ich jetzt arbeite, würde ich auch ganz gerne bleiben. Eher so eine aufregende Anspannung, weil man es einfach noch nicht weiß, was halt im halben Jahr ist, ne? Und was, wo ich den Sommer bin, was mache ich im Sommer, habe ich da noch frei oder muss ich schon arbeiten und alles Mögliche. Von daher ist es so eine, ja, merke ich so eine gewisse leichte, aufregende Anspannung. Ansonsten, ja, ich freue mich. Wir sind jetzt über 300 Abonnenten, was ich mega krass finde. Oh, wenn ich mir jetzt alleine schon 300 Menschen vorstelle, die anscheinend irgendwie in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam finden, was ich hier poste, finde ich schon cool, ehrlich gesagt. Mega. Also, vielen, vielen Dank und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Also, herzlichen Glückwunsch, ihr kommt jetzt mit zum Wäschewaschen. Der Montag ist vorbei, ich war gerade noch im Gym und in der Sauna. Eigentlich bin ich hauptsächlich wegen der Sauna hingegangen. Also, ich war auch im Fitnessstudio, aber naja, die Sauna war natürlich dann das Beste. Um Wäsche zu waschen, muss ich hier immer einmal durchs riesengroße Gebäude latschen und an den drücken. Oh. Und an das andere Ende latschen. Und dann muss ich auch noch raus in die Kälte. Ja, jetzt muss ich hier raus. Und dann um die Ecke. Und dann muss ich da immer reinkommen. Ich habe da immer Probleme reinzukommen, weil man muss dieses Piepen abwarten. So. Jetzt. Okay. Beim ersten Mal geschafft. Das ist neu. Und jetzt ist da was drin in der Waschmaschine, die ich jetzt aber reserviert habe. Wie spät haben wir es denn? 44. Naja, er hat noch eine Minute Zeit. Eine Minute, damit er den Kram da rausräumt. Kostet übrigens 2,30 Euro, die Wäsche zu waschen. Eine Waschmaschine kostet 2,30 Euro. Also so viel zum ersten Tag der Woche. Ist eigentlich ganz produktiv, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier gleich so ein Social Event von dem Haus, wo ich wohne. Das ist ja von der Arbeit, wo ich meine Masterarbeit schreibe, bezahlt. Und ja... mein Social Anxiety ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Vor allem, ich kenne ein paar Leute aus dem Haus jetzt, aber ich habe halt nicht so viel Bock, so Smalltalk gerade zu machen. Ich will einfach nur mein Bett und mein Buch lesen. Ich fühle mich heute sehr introvertiert. Und morgen habe ich halt auch ein Bewerbungsgespräch. Und ich muss da jetzt hin. Ich will nicht. Vor allem, wie lange muss ich da bleiben? Kann ich Pizza nehmen und nach einer halben Stunde gehen? Das ist ja so mein Plan. Naja, wie ist es so oft, wenn man gar keinen Bock hat und die Erwartungen ganz unten sind, dann wird es immer besser als gedacht. Von daher, ich hoffe, dass es auch darauf hinauslaufen wird.
Ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zu meinem Interview. Oh, bin ich nervös. Ich stehe gerade beim Hafen vor der Bücherei. Hier jetzt um 16 Uhr haben die so ein Repair-Café, wo du halt Sachen mit kaputt sind oder wenn du deine Klamotten ein Loch haben oder irgendwelche Küchengeräte kaputt sind, kannst du die hierher bringen und reparieren. Selber reparieren oder reparieren lassen? Das weiß ich leider nicht. Von daher müssen wir mal gucken. Cool ist bitte, sind die Häuser hinter mir. Oh, ich liebe es hier einfach, es ist so schön. Lass uns mal reingehen und dieses komische Café suchen. Ich habe eigentlich nicht so Lust, aber meine Jacke ist tatsächlich kaputt. Ja. Also, Fazit von diesem Repair-Café. Es war einfach nur geil. Erstmal sieht meine Jacke mega aus. Es geht auch einfach darum, dass man mal Sachen nicht einfach wegschmeißt oder neu kauft, sondern halt einfach repariert. Der eine hat auch viel was mit Elektrotechnik gemacht. Da habe ich auch so ein bisschen was rausgehauen. Meinte so, ja, man kann doch vielleicht da den Strom messen und vielleicht ist ja das kaputt oder so. Und dann hat er aber geguckt und dann meinte er so, studierst du etwa Elektrotechnik? Das heißt, mit meinen Fragen oder mit meinen Anmerkungen kam ich so rüber, als würde ich Elektrotechnik studieren. Wie cool ist das denn bitte? Ich kann das gerade immer noch nicht fassen, dass ich einfach umsonst meine Jacke reparieren konnte. Umsonst! Guckt euch das mal an. Und ja, ich habe es extra auffällig gemacht, weil man hätte sowieso nicht den Farbton getroffen. Und ich finde das auch cool, dass man sieht, dass man das repariert hat. Das ist echt... Boah, es ist so cool. Und es passt halt dieses Grüne, die Blumen passen halt mega zur Jacke. Es ist wirklich wie ein Gefühl von einer neuen Jacke haben. Ich finde das so toll. Gestern war mein Bewerbungsgespräch. Boah, es war, also ich fand, es war mega gut. Keine Ahnung, wie das jetzt im Endeffekt sein wird. Und vor allem, die haben gesagt, dass sie sich noch diese Woche melden. Wir haben es jetzt Donnerstagmorgen. Von daher, es kann heute oder morgen, also ich gehe mal davon aus, dann morgen, tatsächlich passieren, dass ich einen Job kriege. Keine Ahnung, was ich mache. Die Chancen stehen schon gut, dass ich ihn kriege. 100% kann ich natürlich nicht sagen. Und ja, von daher kann beides passieren. Aber wenn, boah, ich glaube, da muss ich erstmal tief durchatmen, weil das wäre schon ein richtig geiler Job. Ja, es war jetzt das finale Interview, also. Ja, auf jeden Fall, ich fahre jetzt nach Oldenburg. Nein, ich fahre jetzt zur Arbeit. Dann habe ich noch einen kurzen Termin um 11 und um 3 fahre ich mit dem Bus nach Oldenburg. Es sei denn, irgendjemand von meinen Kollegen fährt mich. Das kann natürlich auch sein. Ja, mal gucken. Und es schneit draußen. Es ist natürlich immer dann, wenn ich mit meinem Koffer nach Oldenburg muss, schneit es einfach. Und ich muss jetzt erstmal 2,5 Kilometer, nee, das stimmt nicht, das war übertrieben, 1,8 Kilometer sind das, glaube ich, muss ich zur Busbahnhof, zur Bushaltestelle laufen. Und dann muss ich von der Bushaltestelle, fahre ich dann dahin und dann muss ich zur Arbeit und dann, vor allem muss ich in Flensburg ja vom Busbahnhof zum Hauptbahnhof. Deswegen hoffe ich, dass ein Kollege mich mitnimmt. So, meine lieben Freunde der Sonne. Ich bin in Oldenburg. Ich habe den Job. Hallo, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Hallo, wir haben ihn abgeschoben. Wie gut. Ich muss alles erzählen. Oh mein Gott, ich bin so stolz. Deswegen wollte ich es nicht persönlich sagen. Oh, ja. Ich habe es mega vergessen, gestern noch zu sagen. Oder vor der Kamera, aber ich war so komplett perplex einfach und so, wow. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt einen Job. Für nach meinem Master und ich vor allem, ich gebe meine Masterarbeit ich bin im Juni fertig, habe jetzt schon einen Job für Anfang September, 1. September geht's los. Ist halt so ein Trainee-Programm, aber ich mache nochmal ein separates Video. Auf jeden Fall mega. Ich bin jetzt in Oldenburg, weil am Wochenende ist so eine große Veranstaltung hier und da wollte ich unbedingt hin. Und jetzt ist aber Schnee und ich habe keine passenden Schuhe mit. Ich habe wirklich nur Sneaker mit. Und jetzt muss ich Schnee schippen und werde jetzt meine Gummistiefel von meiner Mom anziehen, die mir ein Tickchen zu klein sind. Und ich hoffe, dass ich keine Blasen kriege. Auf jeden Fall, wie ihr merkt, ich bin komplett überdreht. Und ich weiß gar nicht, wie viele Szenen ich gedreht habe jetzt bei dem Vlog. Ich glaube, ich beende das jetzt. Ja, ich glaube, ich beende das jetzt und mache lieber nächste Woche einen neuen Vlog, weil sonst wird das ja alles so gar nichts, ne? Also, ich wünsche euch
Ein wunderschönes Wochenende. Mir geht's mega. Und ja, ich bin ein bisschen überdreht. Von daher, habt noch einen schönen Sonntag, wenn ich das hier hochlade. Und vielen Dank, dass wir jetzt schon über 300 Abonnenten sind. 300 Leute. Wupp, 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 wupp. Ja. Okay, bis dann. Tschüss.